Ahoi und schön, dass du da bist hier bei The Serpent Rook. Wir machen weiter. Wir haben unsere Nebelwiese wieder. Yay. Richtig cool. Und so. Du kommst auch mit, hoffe ich. Ich glaube, ich habe das letzte Mal noch aus Versehen auf Warten gedrückt. So. Komm mit mir nach. Mir entgleisen gerade alle Gesichtszüge, weil. Wo ist denn El Flapsada, unser spanischer Kampfhahn? Warum ist er weg? Ist er vielleicht hier durch eine Zaune geschlüpfte und alleine in zu Ödland gegangen, um zu kämpfen gegen Verderbnis? Ich weiß es nicht. Es ist passiert. Aber ist er traurig? Ob die irgendwann einfach vielleicht sozusagen das Getämte verlieren? Ob der verhungert ist, der arme Flapsador? Hast du nicht genug gepickte? Ich habe echt keine Ahnung, ich weiß es nicht. Die wirklich. Ich werde seine Nebelwiese nochmal testen. Ich hoffe, er bleibt da. Das wäre mega traurig, wenn er auch dann auf einmal weg wäre. Du bist mir treu, oder? Bin aber auch traurig über Flapsado. Ich habe auf seine Kampfkräfte gehofft. Okay, so, was ist der Plan? Wir brauchen eigentlich eine Waffe. Dann müssen wir auf ein Skelett warten, das eine Fackel hat, weil wir uns da hinten durch die Ranken brennen möchten. Da geht es auf jeden Fall weiter, weil hier gibt es jetzt nicht mehr so viel zu tun. Wir können uns nochmal Tränke angucken, ob wir was brauen können. Mir fällt gerade ein für den Besen. Also, genau, ich hatte noch den Besen im Hinterkopf. Ah, weil ich nur für den eigentlich das Rezept habe, da brauche ich aber Tuch und das kann ich nicht, habe ich nicht. Es ist, muss ich sagen, in dem Spiel gar nicht so einfach mit den Items. Man muss sich, glaube ich, wirklich gut überlegen, für was man die benutzt. Weil einfach diese begrenzte Haltbarkeit und dann sind die weg und man kann die nicht reparieren. Das wusste ich halt auch nicht. Ich dachte, okay, die sind dann abgenutzt und dann repariert man die irgendwie einfach. Der alte Mann hier ist jetzt weg. Aber das geht halt nicht. Und dann ist man so ein bisschen aufgeschmissen. So, ein Skelett ist nicht hier. Ich glaube, ich reise einmal zum verlassenen Haus. Ah, man sieht das hier auch, ne? Landstreicher, wer gerade da ist. Hier ist Adeline. Reisen wir mal hin. Mal, ob hier was Neues ist, ja. Im Schadenstrank wieder. Schadenstrank plus. Und Heilung plus. Das können wir machen. Das können wir nicht machen. Ich bin halt langsam schon mal. Der hat eine Waffe. Der hat die Schaufel. Die brauche ich auch. Ich muss was essen. Sonst kann ich mich anscheinend auch nicht heilen. Mohn können wir auch noch analysieren. Oh nein, wir haben nur einen Wurm zum Essen. Das ist nicht gut. Ich fürchte, wenn jetzt hier keine neuen rohen Fische drin sind in dem Teich, was nicht so aussieht, dann müssen wir einmal zurück zu unserem Proviantlager und ein bisschen Essen rausmopsen.
kann nämlich zum Beispiel jetzt gerade auch nicht mehr sprinten. Da ist das Schaufelskelett. Könnte natürlich auch versuchen, zusammen mit unserer Nebelwiese. So, ausgewogene Mahlzeit von allem etwas. Mit Nebelwiese den zusammen niederzuringen. Boah, so viel Essen und so viel hat es gar nicht gebracht. Schmeißen wir uns noch mal einen Kürbis. Wir haben auch kein Holz, ne? Hey. Alles nicht einfach hier. Pack mal wieder zurück. Jetzt können wir wieder sprinten. Das ist schon mal gut. Und wir. Ich guck mal, hier war ein Stuhl. Heilen wir uns ein bisschen. Guck noch mal in die Truhe. Schadenstrank haben wir auch noch drin. Können wir den Skelett natürlich auch noch mal versuchen, hier so einen Schadenstrank zu verpassen. Komm, Nebelwiese, zusammen schaffen wir das. Folgen. Das wird ein Kampfeinsatz. Wir packen uns schon mal den Schadenstranken. Mal gucken, wie viel das bei einem Skelett bringt. Dann gucken wir mal, ob die. Kann natürlich auch sein, dass das Skelett hier schon wieder weg ist. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Wir können dann mal. Einmal gibt es hier noch was Neues anscheinend. Faun. Da ist ein Skelett. Ich lese später. Okay. Ich verprügel ihn mit der Glasflasche. Sehr gut. Ja, wer ist ein guter Junge? Ja, wer ist eine gute Nebelwiese? Sehr gut. Oh. Haare. Wir haben auch Tuch erhalten. Okay, wir müssen einfach viel mehr von diesen Skeletten einfach ummopsen. Nein. Quatsch. Begutachten. Ich will mal gucken, wie es dir geht. 24 von 25. Das sieht gut aus. Okay. Wir sind noch nicht wirklich überladen. Aber nicht dieses Gebiet. Da hinten wieder. Ich gucke jetzt mal auf die Karte, ob irgendwo. Hier ist Sabrina. Wir gucken einfach mal, ob Sabrina hier auch was hat. Eigentlich fand ich das Skelett so sympathisch und wollte die eigentlich gar nicht so wirklich umhauen. Okay, die hat eine Axt, die hätte ich gerne, aber die hat auch viele. Begleiter. Da weiß ich nicht wirklich, ob das so cool ist, ob wir das schaffen. Und ich möchte auch nicht sterben.
Diese Schlange finde ich auch richtig cool, ne? Also, mal, die hat auch. Na, die würden bestimmt mitkämpfen. Das möchte ich echt einfach nicht riskieren. Nee, nee. Ich erkunde noch mal gerade die Sachen, die ich neu habe. Forschungstisch so nicht erkundet. Brauchen wir auch 10 Stück von. Das haben wir alles. Könnte auch noch mal experimentieren. Von diesen Teeblättern gibt es eh viel. Und von den Beeren. Minus und Plus. Nee, die lieber nicht. Das probiere ich einfach mal. Da haben wir mal wieder ordentlich gepuncht. Verdammt. Okay, ist nicht so schlimm. Die Zutaten kriegen wir eigentlich immer wieder. Hier zum Beispiel sind schon wieder Beeren. Okay, ich will nichts sagen, aber. Ah, das ist wieder das Klett mit den vielen. Nee, 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 nee. Dann gehen wir lieber in die Ödnis und schauen da. In die Einöde. Nebelwiese. Diesmal kommst du mit. Bei 23%, das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ja, da bist du auch nass, ne? Na gut, hier hinten waren wir eigentlich schon. Ich will lieber nach da oben gehen, das ist interessanter. Verwandeln. Warum habe ich das hier noch nicht gesehen? Verwandeln. Ich kann mich in alles verwandeln. Wie geil ist denn das bitte? In eine Ratte, dann kann ich da diese ganzen Rattenlöcher mal auskundschaften. Das ist ja auch cool. Okay, das mache ich aber nicht, wenn ich Nebelwiese gerade hier habe. Den lasse ich ansonsten zurück, weil da habe ich keinen Bock, dass der mir hier wieder irgendwie verdorben wird. Wir schauen uns hier einfach noch mal ein bisschen um, was es hier gibt. Ey, und cool. Ich hoffe, das zieht mir nicht zu viel ab. Nein. Mist, Quatsch, hier. 20 von 25 Gift heilt über Zeit. Moment. Ist ja wenig, 5 Stück. Das ist relativ wenig. Wir legen uns die Schaufel hier wieder parat. Da hinten ist eine Schriftrolle. Ah, ein Axtrezept. Yes. Da bin ich mal gespannt, was ich dafür brauche.
Das hilft uns schon mal extrem weiter, wenn wir auch die anderen Sachen sozusagen, also wenn wir die Zutaten dafür auch irgendwie beisammen kriegen. Jetzt ist der Slot schon wieder belegt. So, die legen uns wieder auf die 3. Hier grummelt irgendwas. Oh, nicht so cool. Gehen wir drum rum. Ist mir zu viel, nur mit einer Schaufel bewaffnet. Nein. Das möchte ich nicht. Das möchte ich noch nicht. Das ist mir noch zu unsicher. Mal kurz was schauen, begutachten. Na, zugeneigt. Kann sein, dass das hier einfach die Zeit ist, wo die dann abläuft quasi. Dann brauche ich neuen Stuff. Hier sind schon diese Kack-Gift-Dinger. Was gibt's denn hier in der Nähe? Tomate, Tomate, Schmetterling. Juhu, wir haben einen Dietrich gehabt und knack. Ach so, Scheiße. Ich dachte, die würde jetzt schon aufgehen. Warum? Ich hätte sie mir fertig durchlesen sollen. Knacken, WS. Okay. Alle Dietriche sind zerbrochen. Nein. Nein, die Truhe. Ich will daran. Oh, eine Alraune, geil. %, wir dürfen nicht vergessen. Diese Truhe ist mit einem seltsamen Schloss versehen. Daneben befindet sich eine Inschrift. Mein Preis steht unter Schutz dreierlei. Nur wer leuchtet, kommt dran vorbei. Mondsteintruhe. Gucke ich mir nochmal in Ruhe an. Ich möchte mich generell gerne noch ein bisschen aufrüsten. Also, dass man einfach so eine Axt hat, als Waffe und. Ich wüsste zum Beispiel eigentlich auch gerne, ob ich so einen Huhn da jetzt. Umkloppen kann, wenn das quasi zum Faun gehört, weil ich eigentlich das Fleisch für eine neue Nebelwiese möchte. Oder ob der Faun das verwerflich findet. Da oben ist irgendwas Interessantes. Dornenblume. Hier geht's noch nicht weiter. 91%. Oh, ich will mehr erkunden. Also langsam. Es geht nicht.
Oh Gott, oh Gott. Wieso geht es nicht? Scheiße, ich muss weg, der Sturm. Nein, ich glaub's einfach nicht. Ich dachte, ich kann ihn jetzt auch einfach. Oh Gott. Ich will nicht sterben. Oh Gott, nein, es wird böse. Hm? Oh, bei dem Spiel muss man so vorsichtig sein. Bestatter? Ah, Wächter, wieder zurück in unserer Welt, was? Komisch, normalerweise brauchst du etwas länger, bis du wieder da bist. Ah, natürlich weiß ich über dich Bescheid. Ich bin der Bestatter. Ich kümmere mich um die Verlorenen und Gefallenen. Außer um dich natürlich. Du bist eher gefunden und wieder auferstanden. Hab dergleichen noch nie gesehen. Aber das soll mir gleich sein. Manche Dinge muss man auf sich beruhen lassen. Also beruhig dich erstmal. Nein. Ich beruhige mich nicht, weil wir Nebelwiese verloren haben. Oh Mann. Okay. Mir blutet mein kleines Wächterinnenherz. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es hoffentlich ein bisschen besser geht. Ich dachte, man kann halt mit diesem Trank, also mit dieser, mit dem Sanktum, alle Kreaturen einfach wieder entverderben. Okay, wir sehen uns. Tschüss. Ciao.